Herzlich willkommen, Leute, bei einer weiteren Folge von Conquest. Und Leute, warum stimmt ihr für Brownie, Mann? Ich bin ja der Kuchen-Gamer. Warum soll ich nicht Blocky kriegen? Blocky wäre so cool. Aber Leute, ihr könnt jetzt nochmal umstimmen. Morgen wird nämlich der Blockling verteilt. Bitte stimmt für Kuchenmänner. Ein bisschen nicht, aber wäre super, weil wir dann wir hier dann so noch einen kleinen Kuchen, also einen kleinen Blocki hinpacken können. Und ja, heute hatte ich nämlich geplant. Dazu nehme ich das aber nicht mit. Dass ich in so eine Ether-Festung reingehe und da mal etwas klopfe, vor allem noch jetzt. Wir gucken mal ganz kurz in die Folge. Dann gibt es hier Ether 2. Da haben wir voll viel entdeckt schon, Leute. Ja. Wir haben schon kriegen. Ah, jetzt fängt es an mit. Oh, ja. Mit Ether. Und Leute, wir werden nicht die Kuchen-Kuh mitnehmen, weil es wird eine gefährliche Mission. Ich möchte nicht, dass die Kuchen-Kuh drauf geht. Ja, eigentlich nehmen wir ja immer in den Ether mit, damit wir auch fliegen können und dann schneller sind, aber heute nicht. Wir werden auch nicht jetzt so viel Boss kloppen, sondern ein paar Thronstipitzen werden wir jetzt eher insofern machen. Weil es ja doch super schön wäre, wir haben wieder ein paar neue Items. Vielleicht ein bisschen die da nicht kloppen, aber noch die Boss. Richtig bis jetzt, dass wir sie nicht so einfach kriegen. Da habe ich noch keinen Bock drauf gefühlt. Ein Boss. Da gibt es nämlich drei Mini-Bosse und einen großen Boss. Der große Boss ist einfach. Die kleineren können sich zumindest bewegen. Das ist ein Block, der kann er laufen. Und der große Boss, der kann nur fliegen. Der Block. Der hat nämlich einen Rhythmus, den kann man eigentlich super einfach mit einer Spitzhacke wegkloppen. Wenn du dir hast, ist er nicht so schwer zu besiegen. Er macht ganz schön viel Attack Damage. 4 oder so Leben. 4-3 Leben. Jetzt überlege ich gerade, wo war diese Festung, die wir mal in einer Folge gesehen haben. Und ich war auch etwas hier. Gucken, was gibt's denn so, und einfach noch etwas sammeln für das Opening. Aber ich fand nichts und die Zeit ging random aus. Das heißt, ich glaube, ich muss mehr laufen. Das hieß, dass ich dann auf mit einem Video beginnen musste. Ja. Okay. Hat irgendwie was Gutes an sich, um zu zerstören. Ja, wie geil! Leute! Man kann diese Wolke einfach abbauen. Wie geil ist das denn? Und zwar, Leute, das ist nämlich Federung. Das heißt, wenn wir runterfallen, werden wir abgefedert. Wie aus dem Guck, Leute. Abfedern. Die andere ist wieder hoch Stoß, die grüne Leine. Und auch die nein, blaue war hochgestoß wieder. Das kann ich auch sehen. Jetzt fängt es an mit dem Wort. Ob das uns jetzt richtig tun. Ja, mit Beschäftigen. Bisschen klappen. Einfach. Ja, Leute, wir machen jetzt mal. Wir müssen die Boss rüsten. Vor allem
dann macht es einfach keinen Unterschied. Ich bin trotzdem klar. Komm Leute, auch schwer mich durch keiner Spiele. Immer so viel Spaß mit Instant Food. Leute, ich mache ganz kurz Cut und dann sehen wir uns gleich. Okay, Leute. Ich bin jetzt noch ganz kurz nach Hause gefahren und ich habe mir was zu essen geholt, weil es ging aus und dann habe ich es gesucht und alles möglich. Ja, danke. Okay, es geht los. Okay. Vorher machen wir schon leise, weil ich wette, das wird echt komisch gleich. Eine Wache. Ich glaube, ich jumpe jetzt so runter, töte sie. Komm. Ha! Stirbt! Ich will Leute den ausfassen, aber... Ja, die werden so getroffen. Scheiße, Leute, Mann. Alter. Was war denn das? Okay. Oh mein Gott. Okay, Leute, lass mich jetzt. Okay, die haben die schon. Oh, das ist so. Auch andere. Okay. Leute, wir müssen ganz, ich muss ganz kurz cutten. Okay, Leute, die anderen sind jetzt, also Brown 19 und der Gamezocker ist auch da. Und ja, jetzt, eigentlich wollte ich das anders machen, aber ich habe mir jetzt überlegt. Oh, shit. Wir machen jetzt nach Reihenfolge alle auf. In der einzigen Folge. Wir fangen jetzt erstmal mit den normalen an. Eisenschutzfuss. Ja. Die verschwinden ja automatisch. Pfeile und sonstiges Kram. Geil. Ich wäre geil, wenn da Diamanten oder. Könnte sogar. Das ist ja richtig geil. Ah, gerade nur Blumen. Blumen sind da oft drin. Ah, ist langweilig. Blumen sind langweilig. Dornen sind da auch immer. Okay, jetzt kommst du den Lilan hier. Das ist auch die blaue Lilan. Ja, sind die hier. Da hat man halt Schreiter draußen. Ich weiß. Die sind richtig geil. Outlet-Mutback. Schwimmflossen. Jetzt hast du schon, jetzt können wir beide schneller schwimmen, weil ich habe halt den Ei. Und heute kriegst du das. Noch mehr Obsidian und. Ja, das war alles. Das war kacke. Aber wir haben jetzt noch die legendäre Loopback. Hoffentlich immer. Ah, nochmal das. Ach, kacke. Aber das hier. Jetzt öffnen wir die Schwerte. Stimmt. Jetzt können wir eigentlich auch diese vier Schwerte hier öffnen. Okay. Können wir das auch anziehen? Die können wir auch anziehen. Ja. Hallo? Da. Ich mag das. Okay. Longsword. Wie viel bringt das? 6 Attack Damage. 7 Attack Damage geht. 7. 9. Oh, 9. 7. Okay, das ist cool. Das ist cool, die anderen gehen. Ich behalte mir das, die sind scheiße aus. Und das ist gut. Leute, das hat sich doch gelohnt. Dann können wir bald wieder in den Aether Dungeon gehen. Hoffentlich backen wir dann nicht. Und. Ja, pack noch eben die Sachen rein.
Da ist die Pflanze, kommt auch in die Äthertruhe. Was richtig viel. Oh mein Gott, ist da viel. Wir haben viel. Passt da einmal rein, Alter. Muss du noch eine Äthertruhe? Ja, ich mach noch eine Äthertruhe, aber ich pack jetzt erstmal den unnützen Kram hier rein. Ich hab doch erstmal alles da rein. Mach doch Musik, da können wir ein bisschen Musik, ein bisschen tanzen. Ja. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Hoffentlich hat euch gefallen. Wenn ihr einen Daumen nach oben habt, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.